Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls 3 Morrowind. In der letzten Folge haben wir unsere erste Gildenquest-Reihe komplett abgeschlossen, nämlich den Kaiserlichen Kult. Wir sind da zwar noch nicht aufs höchste Level aufgestiegen, aber wir haben alle Quests erledigt, die so zu bieten hatten. Und ich habe mir gedacht, was könnten wir denn heute mal machen? Was könnten wir denn eventuell in Angriff nehmen? Womit sollen wir uns mal beschäftigen? Und da wir gerade ganz in der Nähe von Vivec sind, habe ich überlegt, könnten wir ja eigentlich endlich mal bei Meramilo vorbeischauen. Und unsere Hauptquest mal so ein bisschen weiter questen. Das müssen wir erstmal in den Tempelbezirk, ne? Und dann weiß einer von euch noch, wo die war? Sicher, ob ich es mir gemerkt habe. Ich glaube. Bitte, geht. Die war in der Halle der Weisheit, kann das sein? Hallo? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Ist die hier nicht irgendwo mit rumgetan? Nee, in der Bibliothek war sie, ne? Ich heiße euch herzlich willkommen. Oh, was ist denn das jetzt gerade schon wieder? Na, furchtbar. Ja, wie weg. Preiset ihn, lobet ihn, wie auch immer. Du sag mal. Ja, willkommen. Mir war fast, als würde ich euch kennen. Du, Balva, sag mal. Es ist gar nicht so übel, wenn man es erst einmal kennenlernt, Rio. Was sucht ihr denn in Vivec? Eigentlich suche ich die abtrünnigen Priester. Habt ihr gehört, dass sie diesen abtrünnigen Priester Malur Omain in das Ministerium der Wahrheit gesteckt haben? Ich schätze, dass die Priester des Tempels und die Ordinatoren denken, dass sie ihn dort gerade biegen können. Ich wette, das können die auch. Okay. Von den abtrünnigen Priestern sollen wir diese verloren gegangene Prophezeiung holen. Und im Ministerium der Wahrheit wird also einer von ihnen gefangen gehalten. Erzähl mir doch mal was über das Ministerium der Wahrheit. Das Ministerium der Wahrheit ist ein Himmelskörper, der durch Viveks große Macht über den hohen Tempel in Vivec gehängt wurde. Okay, also das schwebende Ding am Himmel. Du, eine letzte Frage habe ich aber noch. Du kennst doch Meramilo, oder? Ja, sie arbeitet hier in der Bibliothek. Falls sie im Moment nicht hier ist, dann könnt ihr sie sicher in ihren Privatgemächern finden. Ihre Tür ist gegenüber der des Kanonikats, hier in der Halle der Weisheit. Danke. Wie kann ich euch helfen? Ich sehe gefälscht jetzt euren Dienst. Da sie gerade nicht da ist, gehen wir doch dann mal zu ihr nach Hause. Abgeschlossen. Das ist seltsam. Mera? Ausgeflogen. Aber hier liegt eine Nachricht für Amaya.
Amaya, ich bedauere, euch verpasst zu haben. Ich hatte einige alte Dokumente zum Untersuchungsrichter im Ministerium der Wahrheit zu bringen und werde wahrscheinlich eine Weile dort beschäftigt sein. Warum stoßt ihr nicht zu mir, sobald ihr könnt? Dann können wir zusammen abreisen, sobald ich fertig bin. Und Amaya, vergesst nicht, mir die beiden Schriftrollen des göttlichen Eingriffes, die ihr euch geborgt hatte, zurückzubringen. Oder solltet ihr sie gebraucht haben, kauft mir ein paar neue. Ich denke, ich werde sie in Kürze brauchen. Janant Molini bei der Magiergilde im Fremdenviertel hat immer welche vorrätig. Alvela Saram ist die Wache am Eingang. Sagt ihr einfach, ihr sucht nach mir, dann wird sie euch einlassen, eure treue Freundin Mira. PS, ich ließ ein paar Levitationstränke hier für euch, nur für den Fall. Ich konnte mich nicht daran erinnern, ob ihr den Zauberspruch kennt oder nicht, also nahm ich ein paar aus dem Lager. Okay, die sind für uns. Die sind für uns und wir sollen die Schriftrollen mitbringen. Mira ist nämlich in Schwierigkeiten. Aber wir haben keine Rolle der göttlichen Intervention, wir haben nur die Amsivi-Intervention, ne? Doch, Rolle des göttlichen Eingriffs. Haben wir auch. Gut, dann machen wir uns mal auf zum Ministerium, wa? Kann durchaus sein, dass wir da mit Waffengewalt voranschreiten müssen. Verzeihung. Ich bin auf der Suche nach Mera Milo. Aber ich kann mit dir nicht darüber sprechen. Ich dachte, ich probiere es einfach mal. Seid gegrüßt. Ich stehe zu eurem Dienst. Okay. Da oben. Da ist das Ministerium. Das ist der Verfahrenssaal. Muss ich ganz oben rauf? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay, wahrscheinlich müssen wir mit dem Typen da reden. Grüße. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Typin, ich möchte mich korrigieren. Es tut mir leid. Pilger sind im Ministerium nicht erlaubt. Ich muss euch bitten zu gehen, aber ihr seid doch nicht etwa hier, um irgendjemanden zu besuchen, oder? Vielleicht. Mira sagte, dass ihr kommen würdet. Ich werde sagen, dass ihr mich verhext und meinen Schlüssel gestohlen habt. Er öffnet alle drei Außentüren. Ihr solltet die obere Hintertür nehmen. Ihr werdet noch weitere Schlüssel für die Türen im Inneren benötigen. Sucht nach ihnen. Niemand trägt sie im Dienst bei sich. Mira befindet sich in der Zelle rechts außen. Mira sagte, dass ihr Schriftrollen für die Flucht mitbringen solltet. Einige von uns sind den abtrünnigen Priestern wohlgesonnen, aber wenn ihr einen Ordinatoren tötet, werdet ihr diese Sympathie verlieren. Ihr seid im Tempel von Rang. Vielleicht werdet ihr euch durchmogeln können. Hier, der Eingangsschlüssel. Geht nun. Ja, und das ist genau der Grund, warum ich möglichst viele Quests im Tribunalstempel machen und da möglichst hoch aufsteigen wollte, bevor wir hier weitermachen.
damit wir uns hier eventuell durchmogeln können. Einfach mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Ich werde bestimmt auch nicht unnötig mit irgendwelchen Leuten reden hier. Da ich voll auf Nummer sicher gehen. Da tut einer stehen tun. Hallo? Ich werde beobachten. Ich kann es spüren. Entschuldigung, wollte nicht stören. Aber es hieß doch auch, einer der... Hallo. Es hieß doch auch, einer der abtrünnigen Priester wäre hier, ne? Was wollt ihr? Wer ist da? Niemand. Okay, wir wollen also wahrscheinlich nach unten, oder? Alter. Bin ich dumm? Ich habe das Gefühl, ich drehe mich gerade so ein bisschen im Kreis. Aber schleichen können wir anscheinend verdammt gut, ey. Punkte, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass solche Schleichmeister sind. Vielleicht weiter nach oben? Ist das der Trick? Wir können es zumindest versuchen. Was wollt ihr? Rio, es verstößt gegen die Regeln und ihr wisst es auch. Verschwindet von hier. Geht. Ihr seid geschlagen. Ich darf ja keinen Ordinator töten, ne? Ist zumindest nicht der Sinn der Sache. Was wollt ihr? Warum ist der denn gleich so aggro auf mich?
Okay. Dann versuchen wir es halt mal anders. Und zwar mit der Hilfe von dem Amulett der Schatten. Damit komme ich doch wohl hier durch, oder? China, Woben Dulfas. Ich lebe gefährlich, das weiß ich sehr wohl. So, da ist schon mal Mira. Habt ihr die göttliche Eingriffrollen? Ich will fliehen und habe einen Plan. Ich brauche selbst eine göttliche Eingriffschriftrolle für meinen Plan. Nur damit kann ich fliehen. Wenn ihr noch eine habt, könnt ihr sehr viel schneller und sicherer entkommen. Aber wenn nicht, findet ihr vielleicht noch einen anderen Weg. Hier ist mein Plan. Gebt mir eine göttliche Eingriffschriftrolle. Ich werde euch beim geheimen Kloster der abtrünnigen Priester in Holayaman treffen. Zur Sicherheit werden wir getrennt reisen. Wenn ihr von hier fortgeht, sucht nach einer Frau namens Bladra Hateria im Osthafen von Ebenherz. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe und dass ihr fischen wollt. Sie wird euch mit einem Boot nach Holamayan bringen. Ich werde euch dort treffen und wir werden die verlorenen Prophezeiungen von Gilvas Barello abholen, dem Oberhaupt der abtrünnigen Priester. Magie verbirgt den Eingang von Holamayan. Sprecht mit Vevrana Arion, einem Mönch im Hafen von Holamayan, über den versteckten Eingang. Holamayan ist ein geheimes Kloster der abtrünnigen Priester. Das Kloster selbst liegt unterirdisch auf einer abgelegenen Insel an der Asura-Küste. Der einzige Zugang wird durch Hügel und Vegetation verdeckt. Es wird außerdem durch ein magisches Schild geschützt, das sich nur bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang öffnet. In den magischen Stunden, die Asura heilig sind. Wir können jetzt nicht reden, aber im Apographa, der verborgenen Lehre des Tempels, wird mehrmals ausführlich auf die verlorenen Prophezeiungen verwiesen. Also auf Prophezeiungen, die die Aschländer heute nicht mehr kennen, obwohl sie einst von Tempelpilgern und Gelehrten aufgezeichnet wurden. Und ich denke, dass ihr das Gesuchte in den Bücherreihen von Holamayan finden werdet. Okay. So, sie hat die Schriftrolle. Das heißt, wir verpieseln uns jetzt von hier. Solange wir noch nahezu unsichtbar sind. Damit die uns ja nicht bemerken hier. Ui. Das ist natürlich gut hier, um ein bisschen Schleichen zu trainieren, ne? So nebenbei ein bisschen Speichern trainieren. Das ist auch ganz wichtig. Das habe ich in der Vergangenheit viel zu sehr vernachlässigt, dieses Training. Deswegen ist mein Speichernwert auch nicht so hoch. Und von hier müssten wir... theoretisch verschwinden können. Yay!
Schneeplatsch. Ja, was eine Flucht, würde ich sagen, Leute. Mich interessiert jetzt eigentlich nur... Ich erinnere mich nämlich damals... Waren die Ordinatoren hier in Vivek mehr feindlich gesonnen? Ich weiß aber nicht mehr, was der Auslöser war. Dass diese Quest war oder... eine der späteren Quests... Wenn wir uns wieder daran machen, die Prophezeiung des Nerevarin zu erfüllen. Das sieht die Kirche ja auch so gar nicht gerne, ne? Oder ich weiß, dass ich zwischendurch mal den Fehler gemacht hatte, so eine Ordinatorenrüstung zu tragen. Und wenn du damit in Vivek erwischt wirst und selber kein Ordinator bist, dann kriegst du ja richtig aufs Maul. Für ein gutes Gespräch finde ich immer Zeit. Ja, der zählt nicht, das ist kein richtiger Ordinator. Also ja, doch, ist er schon, aber vom Namen her halt. Er hat halt einen Namen, ne? Seid gegrüßt. Okay. Wir werden auf jeden Fall nicht als Staatsfeind Nummer 1 angesehen. Das ist ja schon mal was. Wir sollen jetzt nach Ebenherz zurück. Und genau das tun wir auch. Ich habe auch schon eine ziemlich gute Vorstellung, mit wem wir da sprechen sollen. Was wollt ihr von mir? Das ist die jedes Mal, wenn wir sie angesprochen haben, anfing von wegen Bootspassage? Ich? Nein, ich bin nur Fischer. Oder nicht? Das ist schon ein bisschen peinlich jetzt. Okay. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Morrowind-Folge aufgenommen habe, ohne dass das Ding irgendwann abgestürzt ist. Das ist schon ein bisschen traurig, wie fehleranfällig diese Bethesda-Spiele doch sind, wenn ich mir ein Witcher 3 zum Beispiel angucke, das ja extrem stabil läuft. Also, ich glaube, wir haben jetzt... Wenn ihr mit mir reden wollt, so wäre mir dies eine Freude. Ach, halt's Maul und quatsch mich nicht so blöd von der Seite an, ich will gar nicht mit dir reden. Bei Witcher, allgemein. Wir haben da jetzt 429 Folgen hinter uns gemacht, also... Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Morrowind-Folge aufnehme, habe ich 429 Folgen von The Witcher aufgenommen. Und über diese ganze Reihe verteilt hatte ich, was, 3, allerhöchstens 4 Abstürze? Ja, in über... Es ist mir wirklich eine Ehre. 210 Stunden Gameplay, wahrscheinlich sogar noch mehr. 3 bis 4 Abstürze. Wenn ich dann gucke in Morrowind, wo ich regelmäßig... in 30 Minuten Gameplay schon 2 bis 3 Abstürze habe. Wenn ihr zum Plauschen aufgelegt seid, dann wäre mir das eine Ehre. Das ist traurig. Das ist echt traurig, vor allem wenn man so die Größe vergleicht von Bethesda Softworks oder von dem Team, was an den Elder Scrolls Spielen gearbeitet hat. Skyrim ist ja ähnlich anfällig, ne? Und von Fallout brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und der Größe des Teams bei CD Projekt Red, die zum Beispiel eine Witcher 3 gemacht haben. Weil so richtig explodiert ist die Firma ja erst durch Witcher 3 dann, ne? So, und jetzt Blatta Hateria, mit der sollten wir reden. Ja, ich bin Blatta Hateria. Kenne ich euch? Nö, nicht unbedingt. So, ich kann aber jetzt natürlich weder über Hallo irgendwas da sprechen, noch über Mera Milan oder sonst was. Ich kann jetzt einfach nur hier hingehen und sagen, reisen. Und nichts passiert. Es tut mir leid, da liegt ein Fehler vor. Ich bin Fischerin, keine Gondelführerin.
Ja, irgendwas geht hier gerade mächtig schief. Sagt ihr, dass er von mir kommt? Aber das kann ich nicht sagen. Das ist schon wieder für ein Quatsch. Ich kann ja auch über Hola Mayan nicht mit ihr sprechen. Und über Mera Milo auch nicht. Ich soll dort eine gewisse Blatta Hateria finden und sagen, dass ich von Mera Milo komme. Ah, ja gut, okay, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ihr seid also eine Fischerin. Ich bin dumm. Ich habe nicht aufgepasst. Fischen! Ja, super, geil! Ich weiß einen guten Ort. Wunderbar zum Fischen. Meine Freundin Mera Milo sagt, dass es ihre Lieblingsstelle zum Fischen ist. Seid ihr bereit? Ja, klar. Sobald ich das Feld treffe. Gut. Wann immer ihr bereit seid, noch nach Hola Mayan zu reisen, werde ich euch dorthin bringen. Und ich werde hier sein, um euch diesen Dienst anzubieten, wann immer ihr ihn benötigt. Na dann los. Ab an die Azura-Küste, da wollte ich immer schon mal hin. So, und Vevrana Arion, das ist der Mönch, mit dem wir über den versteckten Eingang sprechen sollten dann hier, ne? So, wo sind wir denn überhaupt? Jetzt will ich erstmal wissen, wo sind wir hier? Da ganz rechts. Okay. Aber wisst ihr, was das Furchtbare ist? Dass wir immer nur einen Rückkehrzauber gleichzeitig machen können. Ja, was kann ich für euch tun? Ich bin Vevrana Arion, Mönch in Hola Mayan. Das Kloster ist auf dieser Insel. Folgt dem Weg nördlich der Docks und dann geht bergauf. Der Eingang wird von einem Schild verdeckt. Wartet am Ende des Weges und ruht dort. Das Tor öffnet sich zur Morgen- und zur Abenddämmerung, der magischen Zeit des Zwielichtes, die Azura heilig ist. Mera Milo hat uns von eurem Kommen unterrichtet. Ihr findet sie und Meister Barello in der Bibliothek. Später kann ich eure Rückkehr nach Vivek veranlassen. Gebt mir einfach Bescheid. Meine Rückkehr nach Vivek? Eure Rückkehr nach Vivek wird per Boot geschehen. Ihr werdet im Westhafen von Ebenherz ankommen. Seid ihr bereit? Nein. Erzählt mir lieber etwas über Hola Mayan. Hola Mayan ist ein geheimes Kloster der abtrünnigen Priester. Das Kloster selbst liegt unterirdisch auf einer abgelegenen Insel an der Azura-Küste. Der einzige Zugang wird durch Hügel und Vegetation verdeckt. Es wird außerdem durch ein magisches Schild geschützt, das sich nur bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang öffnet. In den magischen Stunden, die Azura heilig sind. Cool, kennst du auch ein paar geile Gerüchte hier aus der Gegend vielleicht? Nein. Ein kleines Geheimnis noch, nur so zwischen dir und mir. Die Dedra-Geschichte, das kennen wir auch schon. Erzähl mir mal was über alles andere. Ich bin Vevrana Arion, Mönch. Ich weiß auch nicht, wieso alles andere die immer dazu bringt, ihren Namen und ihren Beruf zu sagen. Das ist, finde ich, ein bisschen komisch. Ein Ratschlag noch vielleicht für mich. Ihr solltet in die Argonische Mission gehen und mit dem Mönch Andesei reden. Jedenfalls dann, wenn euch das Leben eines Mönches interessiert. Erzähl mir ein paar Morrowind-Legenden. Hier in Morrowind sind Fremdländer nicht sehr gerne gesehen. Wir sind ein stolzes Volk und lassen uns nicht gerne bezwingen. Cool, Mann. Ich bin Mönch. Ja, okay. In Kopf und Geist studiere ich die Mysterien der unsichtbaren Welt hinter den Dingen und der Ideen des Alltages. Mein Körper,
beherrscht die uralte Kampfkunst nach dem Vorbild der Sandregenkampfkünste von Elsewhere. Ich praktiziere Nahkampf und Selbstverteidigung ohne Rüstung, denn was man nicht hat, kann man nicht verlieren. Ich trainiere außerdem den Kampf mit stumpfen Waffen, den Stäben. Denn auch der ärmste Bauer kann einen Stab sein eigen nennen. Kannst du mich ausbilden? Schade. Okay. Erzähl mir was über dein Volk. Wir sind dunkelhäutige, rotäugige Elfen und Bewohner von Morrowind. Die Leute aus dem Westen nennen uns Dunkelelfen, aber wir selbst bevorzugen den Namen Dunmer. Okay, eine letzte Sache, noch eine letzte Sache, ist versprochen, nur noch eine allerletzte Frage und dann lasse ich dich auch in Ruhe. Dann lasse ich dich mönchen oder was auch immer du möchtest. Was hältst du vom Nerevarin und was weißt du darüber? Bei den Aschländern gibt es die Prophezeiung, dass eines Tages eine Wiedergeburt des legendären Helden Nerevar die Dunmer gegen die Eindringlinge vereinen und die einst bestehende Nation der Dunkelelfen wiederherstellen wird. Der Tribunalstempel bezeichnet dies jedoch als falschen und lästerlichen Aberglauben und die Ordinatoren gehen gnadenlos gegen all jene vor, die diesen Glauben verbreiten. Okay. Wir sollen dem Weg nach oben folgen. Die Augen offen halten dann nach diesem Gestrüppzeugs da, ne? Wir gehen noch ein, zwei Ratten töten. Ja, aber ganz ehrlich, super unauffällig. Da kommt keiner drauf, echt. Ihr seid der Hammer, Leute, ihr seid echt der Hammer. Na gut, so werden wir denn also hier rasten und darauf warten, dass die versiegelten Tore von Holamayan sich uns auftun. Und zwar in der nächsten Folge von Elder Scrolls 3 Morrowind. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.